Borneos, endlich wieder vereint. Diese Söldnerin war das einzig gute Ei in einem Korb voll fauler Eier. Bezahl sie für mich, Davos. Hallo, ich bin alles kein Ei. Alles für meinen kleinen Bruder. Ich sagte doch, es sind nicht alle schlimm. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Wieder dabei die gute Cassandra und meine Wenigkeit. Ja, wie es der eine oder andere bestimmt schon mitgekriegt hat, habe ich jetzt ein neues Internet über die Telekom und da macht es natürlich auch wieder Laune, Videos zu machen, die wir dann wieder hochladen können in sehr kurzer Zeit. So, wir befinden uns hier ziemlich weit südlich auf der Karte, auf der Insel Messara oder, naja, eine Insel ist es glaube ich gar nicht. So, hier habe ich gerade den Banditenfürsten erledigt. Das habe ich jetzt mit Absicht nicht aufgenommen, denn er war einige Level über mir, sodass sich das ein bisschen hingezogen hat. Wir machen jetzt mal weiter. Das ist eigentlich alles noch zu stark hier. Ich glaube, wir gehen nochmal auf eine andere Insel. Ich wollte aber mal kurz gucken, in der Quest sollten wir ja in der letzten Folge, wenn ich mich noch recht erinnere, was suchen. Und zwar, wo haben wir das denn? Charakter, Kopfgeld, nee. Wo haben wir das denn? Die Tore von Atlantis, genau. Ein Artefakt ist in der Region Messara. Gut, die Region ist groß. Wie kommen wir an das Artefakt? Boiotien, Kithera und Lesbos. Jetzt schauen wir uns mal an, wo die anderen Dinger liegen. Boiotien, Kithera und Lesbos. Lesbos, okay. Da werden wir gerade gar keine Chance haben. 46,50. Junge. Boiotien. Auch zu stark. Ich glaube, dass wir diese ganze Questreihe da noch gar nicht direkt machen sollen. Ich verstehe zwar nicht, warum da empfohlene Stufe 27 steht. Kithera hätten wir noch. Wenn ich jetzt wüsste, wo Kithera ist. Korinth, Akazien, Messenien, Lakonien. Kithera, ja, auch 35, 39. Schwierig. Da haben wir doch was. Der Tod ereilt uns alle. Das machen wir doch mal. Schnellreise dorthin. Und dann schauen wir mal, was uns dort erwarten wird. Dumm, die dumm, dumm, dumm. Die Wartezeit, die ist ganz dumm. Wow, wir haben Ladebalken, super. Prima. Hopp, noch ein Stück. Hopp. Hey, Ladebalken, hinter dir ist Pac-Man. Los. Oh, funktioniert nicht. Ah, mein Gott. Eigentlich wenig mit Open World zu tun, wenn ich die ganze Zeit mal irgendwelche Ladebalken habe. So, ein beherzter Sprung ins Glück. Jawohl. Und dann jumpen wir mal darüber. Du bist mein. Auf geht's.
Ella. Ah, kommen wir da durch? Ah, komm, ich geh zu Fuß. Lässt mich das Pferd nicht absteigen? Ich glaube, ich spinne. So, ein kurzes Klettermanöver. Oh. Hier ist deine Göttin. Was hast du auf dem Herzen? Sprich. Söldnerin, hilf mir! Ich will da. Ja? Bitte hilf mir! Beruhige dich. Sag mir, was passiert ist. Oh, ich finde den Bogen so geil. Da sind Räuber im Wald. Mein Mann, er wollte sie verjagen. Sagtest du im Wald? Ich dachte, die Wälder von Argos sind sicher. Sie nahmen unser Essen, unser Pferd. Und mich wollten sie auch. Ich höre immer noch ihr schreckliches Lachen. Es klang so grauenhaft. Mhm. Lachen? Und eine ganze Bande überfiel euch für ein Pferd? Ja. Na, das ist doch was faul. Wenn dein Mann es allein mit den Banditen aufnehmen will, dann lebt er nicht mehr lange. Bitte, ich habe ein Kind. Du musst uns helfen. Ich finde deinen Mann und die Räuber. Ja. Wie auch immer ich das jetzt bewerkstelligen will. Der Tod ereilt uns alle. Hilf dem Gatten der Frau. Okay. So. Dumm, die dumm, dumm, dumm. Oh, das ist ja blöd. Hier ist ja alles offen. Bleiben wir mal hier ein bisschen am Rand, wo das Gebüsch ist. Sehen wir da schon was? Nee. Oh. Ich würde sagen, der ist hinüber. Sein Kopf schaut aber sehr pixelig aus als und der Rest auch. Als du das Kind gerettet hast, war es mir klar. Du musst einfach immer das Richtige tun. Krösus. Der Mann starb nur, um mir eine Falle zu stellen? Es ist eine Ehre, für Heras größte Priesterin zu sterben. Er starb freiwillig. Durch seinen Tod ist dein Platz in meinem Rat frei geworden. Noch kannst du dich uns anschließen. Du hast den Verstand verloren, Krösus. Das ist Wahnsinn. Eine Welt, in der Mörder wie du als Helden gelten. Das ist Wahnsinn. Das ist die Welt, die du miterschaffen hast. Ich mache das rückgängig. Nun gut. Wenn du eine Vertreterin des Chaos sein willst, wenn du eine Mörderin sein willst, dann morde, Kind. Du hättest dich mir anschließen können. Wir hätten gemeinsam über die Welt geherrscht. Stirb für mich, mein Kind. Na, geh her. Oh, aua. Ha, take this. Noch Fragen? In der langen Zeit ohne Assassin's Creed habe ich nichts verlernt, würde ich sagen. Na, ein letztes Wort, altes Mütterchen? Oh, ist aber nicht nett. Ich werde nicht ruhen, bis der letzte Kultist meinen Speer geschmeckt hat. Ihr werdet aus der Geschichte getilgt. Ich lösche euch aus. Das ist für meine Mutter und jede Familie, die du zerstört hast. Kult besiegt. Krösus.
Schauen wir uns das Ganze mal an. Anbeter der Blutlinie. Okay. Einmal schnell speichern. Wir haben einen Fähigkeitenpunkt. Wie viel braucht man hierfür? Ah, geil. Perfekt. Fähigkeit zuweisen und zwar... Ich würde ja sagen, das machen wir weg. So. Gut. Der Tod ereilt uns alle. Quest abgeschlossen und Level 28 erreicht. Perfekt. So. 12% Giftschaden, das ist natürlich nicht schlecht. Die Gravur sollten wir vielleicht nutzen. Was ist denn vorne los? Spaß. Ach, guck mal, wer ist denn das? Oh, Level 34, Apaya die Zeder. Ah, das müssen wir nicht unbedingt. Gehen wir mal lieber wieder weg. So, wir brauchen aber eine neue Quest. Wo geht's denn weiter? Die Odyssee-Quests, die sind alle zu hoch. Häuser der Sphinx können wir auch nicht machen. Aha, die Tore von Atlantis richten sich zwar immer nach dem Level, den wir gerade haben, was uns aber nichts bringt. Also müssen wir uns da doch auf die Inseln konzentrieren. Verbessern und Speer fehlen uns auch noch 4 Fragmente. Trautes Heim, Glück allein, empfohlene Stufe 31. Hm. Sollten wir uns vielleicht noch ein bisschen hochleveln vorher. Nebenquest, was haben wir hier? Weltbelagerte Banditen, ein Hai für die Überfahrt. Aha. Sprich mit Davos. Gnädige Götter. Das können wir vielleicht mal machen. So. Schauen wir, wo wir hin müssen. Dum, 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 dum. Wo müssen wir denn hin? Ich sehe doch gar nichts. Ah, da oben. Nee. Hä? Bin ich blind oder was? Ach, da ganz oben. Ach, auf Kefalenia, ja. Na, dann statten wir doch der Heimat mal wieder einen Besuch ab. Schnellreise. Let's go. So, diesmal unterbreche ich den Ladebildschirm kurz und sehen uns gleich wieder. So, wie man es macht, ist es natürlich verkehrt. Jetzt war der Ladebildschirm relativ zügig weg. Aber egal, ihr musstet ja so oder so nicht lange warten. So, meine Frage, können wir da runterspringen? Wir probieren es einfach mal. Oh, das kann nicht gut gehen. Aua. Kein Schaden, nix. Das ist der Wahnsinn. Das glaubt mir noch keiner. Wahnsinn. Ohne Seil, wie die da runterklettert. Ha. Hammermäßig. So. Wir untersuchen mal das Haus der Frau. Mal schauen, was uns da erwartet.
sah jetzt gerade auch echt aus. Ich klaue mir mal eine Fackel und 7 Drachmen. Fühle mich jetzt stinkreich. So, dann gucken wir mal kurz auf die Nachrichtentafel. Vielleicht gibt es ein paar neue Quests dann. Nicht, dass wir bei unserem Versuch, uns aufzuleveln, nachher Probleme kriegen und gar keine Quests mehr haben sollten. Glaube ich zwar nicht, aber... Nö. Nix. Söldnerrabatt, Rang 7. 20% Bonusbelohnung für EP-Drachmen und Herstellungsmaterial. Aha, seit wann gibt's denn das? Das war auch erst mit dem Update gekommen. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Wo ist das Haus? Ach, da. Wie sie gesagt hat, der Karren ist ziemlich mitgenommen. War das Mankan, ja? Keine Räder, nix. Anscheinend sollten diese neuen Körbe zum Markt. Und dann brach der Karren. Lege den Schatz aus der Nähe, aus der Höhle in einen Korb in der Nähe. Das sollte helfen. Besser sie als die Banditen. Mensch! Da habe ich wohl irgendeine Quest mal unterbrochen gehabt. Kann mir gar nicht vorstellen, dass das so einfach und so schnell ging. Irgendein Schatz aus irgendeiner Höhle. War wohl schon ein bisschen her. Naja. Schön. Hätten wir das auch erledigt. Was hätten wir denn noch? Was haben wir denn noch abzuarbeiten? Nebenquests möchte ich jetzt nicht unbedingt machen. Kommt ein Schiff gefahren. Das machen wir doch mal. Wir sollen darüber. Oh, geht es nicht voll schnell, reiß ich. Bin immer so faul zum Laufen. Jawohl, da ist doch ein Punkt. So, jetzt lassen wir es mal wieder laufen. Haha, siehe da. Der Ladebalken ist schon so gut wie voll. Aber er bewegt sich nicht. Juhu! Ich sag ja, wie man es macht, das ist verkehrt. Schneidet man die Szene raus, geht's natürlich schnell. Lässt man die Szene laufen, dauert's ewig. So. Alle hopp. Hui. Ach stimmt, ja, habe ich ganz vergessen. Eine gute Cassandra kann ja überall runterspringen, es tut ihr nicht weh. Aber fast überall. Hier muss ich nur abrollen. Das ist wichtig. Ah. Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. Warum sind hier Gegner? Was ist denn hier los? Ich hab doch die schon mal alle besiegt, da kann ich mich doch noch dran erinnern. Ja, mei, dann... Laufen wir halt da hinten rum. Es kommt das Schiff gefahren. So. Hey Davos, halt es aus. Hallo? Lauf mal nicht weg. Entschuldigung, anremmeln wollte ich dich jetzt auch nicht. Ornios, endlich wieder vereint. Diese Söldnerin war das einzig gute Ei in einem Korb voll fauler Eier. Bezahl sie für mich, Davos. Hallo, ich bin kein Ei. Alles für meinen kleinen Bruder. Ich sagte doch, es sind nicht alle schlimm. Ja, wow.
Nächste Quest abgeschlossen. Ja. Ich glaube wirklich, wir haben da so ein paar Sachen übersehen gehabt. Oder nicht richtig zu Ende gespielt. Das kann ja gar nicht sein. Okay. Nächste Quest. Das ist ja höchst merkwürdig. Das wäre noch in der Nähe. Wo müssen wir jetzt hin? Ah, Kruzifix, das ist wieder da hinten. Wo wir schon waren, ne? Nee. Da drüben. Okay. Schwimmen und Hai ist natürlich nicht so doll. Aber naja. Ach, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und der Mission Ein Hai für die Überfahrt. Wo wir zu einem versunkenen Tempel tauchen werden. Wegen einer simplen Halskette. Nun ja, lassen wir uns überraschen. In diesem Sinne, ciao, ciao.